Moin liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön dabei seid. Heute habe ich für euch den Sampler Volume 1 von Steuerfrei Money, um genau zu sein, von 8.4, Taimo und Stanley. Das Ganze gibt es natürlich in der limitierten Fanbox zum Unboxing für euch von mir. Wie gewohnt. Ja Freunde, der Sampler ist am Freitag, den 26. Oktober erschienen. Ich habe mir die Box auf Amazon bestellt, da kostet sie zurzeit um die 30 Euro. Den Link zur Box, zur CD und zum MP3-Download, Freunde, gibt es wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Klickt da einfach mal drauf, Freunde, und gönnt euch das Album oder die Box. Okay, wir werden das Ganze jetzt mal auspacken. In der Zeit, Freunde, während ich die Folie entferne, schreibt mir doch wieder gern was Nettes unten in die Kommentare. Sei es zu den Interpreten, sei es zu mir oder je nachdem, was euch gerade so einfällt. Los geht's! So Freunde, schauen wir uns das Boxdesign an und hier muss ich schon mal sagen, dieses Waschmaschinendesign oder diese Waschmaschinenoptik, das gefällt mir wirklich schon mal richtig gut. Das passt einfach perfekt zum Steuerfrei Money Titel. Also wirklich richtig cool gemacht. Ja, wir sehen eine Standardwaschmaschine hier oben, diesen Knopf zum Einstellen der Programme, dann den Display, wo man dann die Programme sieht. Wir haben jetzt gerade das Programm 666, okay. Dann lesen wir unten die Namen der drei Interpreten, 8.4, Taimo und Stanley. Darunter steuerfrei Money. Und hier sehen wir, wie natürlich das Geld steuerfrei gewaschen wird. Die 500-Euro-Scheine. Cool gemacht auf jeden Fall. Sampler Volume 1 ist hier jetzt nochmal zu lesen. Und dann haben wir in römischen Buchstaben das Jahr 2018 stehen. Also wirklich richtig cool gemacht. Gefällt mir wirklich richtig gut. Auf der Unterseite haben wir nichts. Auf der rechten Seite lesen wir steuerfrei Money. Auf der Oberseite haben wir nichts. Und auf der linken Seite lesen wir ebenfalls nochmal steuerfrei Money. Übrigens, Freunde, bitte 10-mal unten Hashtag steuerfrei Money in die Kommentare schreiben. Vielen Dank. Auf der Rückseite sehen wir den Barcode, so wie das Logo steuerfrei Money. Wir sehen eine eine Hand, die einen Batzen Geld festhält. Okay, hier unten noch die Credits. Okay, also wirklich cool gemacht. Gefällt mir wirklich richtig gut. Passt, wie gesagt, perfekt zu steuerfrei Money. Okay, Freunde, schauen wir mal in die Box rein. Wir haben eine zweiteilige Standard-Deluxe-Box und als erstes kommt uns ein Aufkleber entgegen. Hier sehen wir jetzt wieder das Logo. Leider ist der Aufkleber nur einmal drin, das wäre echt cool gewesen, wenn da noch zwei, drei Stück mehr drin gewesen wären. Steuerfrei Money, diese Hand, die den Batzen Geld festhält. Auf jeden Fall eine coole Sache, aber wie gesagt, leider nur einmal drin. Dann haben wir dreimal 666 Euro Scheine nach dem 500 Euro Schein nachempfunden. Das sind die drei Interpreten. So sieht die Rückseite aus. Das ist einfach ja, ein bisschen was ja, mit hier drin. Aber Freunde, das eigentliche Coole daran ist, dass ein Schein davon original von den drei Jungs unterschrieben ist. Taimo, Stanley und 8.4, das ist wirklich eine coole Idee. Ich bin eigentlich Fan von diesen Standard-Autogrammkarten. Also eine richtig schöne, ordentliche Pappe auf der Rückseite, unbedruckt. Das feiere ich eigentlich, aber Freunde, hier muss ich sagen, das ist einfach mal was Neues. Und ja, man hat einfach ein Autogramm von allen drei Interpreten. Das ist wirklich cool gemacht. Sehr schön. Dann haben wir als nächstes ein Rubbel, das Rubbel fällt auf. Okay, das werde ich jetzt nicht machen. Da kann man, was kann man gewinnen? Genau, ein T-Shirt kann man gewinnen. Wenn man hier aufrubbelt, was muss man da haben? Wenn sich unter diesem Feld das Wort Jackpot befindet, hast du 1 von 50 SFM T-Shirts gewonnen. Okay, also das werde ich jetzt aber nicht aufrubbeln, Freunde. Das werde ich dann vielleicht mal machen. Dann haben wir als nächstes die Instrumentals zum Album. Steuerfrei Money Sampler Volume 1 mit dem Bundesadler hier drauf, dem Eurozeichen darunter. Instrumentals. Die Songs schauen wir uns dann auf dem Hauptalbum an. So sieht die CD aus, richtig cool gestaltet, wirklich schön gemacht. Dann haben wir als nächstes die Stanley aus Prinzip EP, okay. Hier haben wir jetzt insgesamt nochmal 6 Songs drauf. Das Ganze Pappschuber, aber das ist ja in jeder Deluxe Box eigentlich Standard, da braucht man sich schon mehr drüber aufregen. Oh, sehr cool gemacht, gefällt mir. Also die Stanley aus Prinzip EP. Dann haben wir als nächstes natürlich das Hauptalbum.
Da haben wir nochmal die drei Jungs. Steuerfrei Money Sampler Volume 1. Wir haben insgesamt auf dem Album 15 Songs drauf. Ich habe mir bisher jetzt noch keine Single-Auskopplung angehört. Werde ich aber dann auf jeden Fall mal machen. Ich werde mir mal ein Video reinziehen und mir auf jeden Fall das Album komplett anhören. Bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ich habe mir bisher jetzt noch nicht viel Mucke von den Jungs angehört. Okay, schauen wir mal rein. Oh, wie geil. Also die CD-Freunde ist ja schon mal der Hammer. Mit diesem 500-Euro-Schein hier als Optik drauf. Wie geil. Das sieht ja wirklich mal richtig cool aus. Cool gemacht. Hier haben wir noch mehr 500-Euro-Scheine. Und jetzt schauen wir natürlich noch ins Booklet rein. Okay, wir haben die Songs nochmal plus ein paar Bilder. More Money. Okay, ja Freunde, das war's schon. Das ist wirklich sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, ein sehr kurzes Booklet, aber ist vollkommen ausreichend. Hier schaut man sowieso maximal ein, zweimal rein, wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt. Okay, das war das Album. Dann haben wir als nächstes eine Kette. Ich hoffe, das kriege ich jetzt richtig eingefangen für euch, Freunde. Mit dem steuerfrei Money-Logo. Aber das sieht man wirklich sehr schlecht. Also das ist wirklich sehr schlecht gemacht. Also ihr seht schon, das ist, ja, das erkennt man leider nicht richtig. Okay. Die Kette sieht stabil aus auf jeden Fall. Aber das, wie gesagt, das ist jetzt hier nicht so ganz optimal gemacht. Auf jeden Fall trotzdem eine coole Sache. Also die Kette mit dem Logo. Dann haben wir jetzt hier noch so einen Ring. Und zwar ist der für alle, die gern zocken und nebenbei rauchen wollen. Hier haben wir jetzt nochmal das steuerfreie Money, ja, die Abkürzung drauf. Packe ich jetzt nicht aus. Ich denke mal, ihr wisst ja, wie das funktioniert, oder? Packe ich das doch mal kurz aus, Freunde. Für alle, die es vielleicht noch nie kennen sollten. Macht ihr euch halt so auf den Finger, während ihr zockt, dann könnt ihr hier die Kippe reinmachen und könnt trotzdem nebenbei rauchen und zocken. Coole Sache auf jeden Fall. Gab es bisher jetzt auch noch nicht so in der Box drinne. Okay. Ja, Freunde, und da sind wir fast schon wieder durch, denn jetzt sind wir nur noch bei der Flagge und dafür muss ich mal ganz kurz umbauen. Deswegen bis gleich. So, Freunde, da haben wir die Flagge. In der Mitte sehen wir das steuerfreie Money-Logo. Und ich muss wirklich sagen, es ist eine coole Alternative zu einem Poster. Natürlich sind die Flaggen, die in den Deluxe-Boxen drin sind, nie für draußen gemacht. Ihr habt zwar solche Ösen, wo ihr das rein theoretisch draußen aufhängen könntet, aber die sind wirklich nur für drinnen gedacht. Denn sobald ein bisschen Windstoß kommen würde und ihr würdet die draußen aufhängen, dann würdet ihr euch natürlich zerfetzen, weil dafür ist der Stoff einfach viel zu dünn. Aber wie gesagt, wirklich eine coole Alternative zu einem Poster. Okay, Freunde, das war die Flagge. So, Freunde, wir sind am Ende des Unboxings. Ich lege euch natürlich nochmal ganz kurz alles in die Übersicht, was ihr in der Box zum Sampler bekommt. Ihr bekommt die Flagge, dann einen Aufkleber, leider nur ein, zwei, drei Stück mehr, das wäre echt cool gewesen. Dann habt ihr dreimal die 666-Euro-Scheine, einer davon original unterschrieben von den Interpreten. Sehr cool. Dann habt ihr außerdem die Chance, eins von 50 T-Shirts zu gewinnen. Dann habt ihr die Stanley EP aus Prinzip dabei mit 6 Songs. Die Instrumentals zum Album. Das Album natürlich mit insgesamt 15 Songs. Außerdem, Freunde, habt ihr diese Kette, und das habe ich vorhin ja schon gesagt, die ist wirklich, ja, wirklich Müll. Das muss ich jetzt ehrlich mal so sagen, weil man erkennt erst mal wirklich gar nichts. Also das ist wirklich ganz billig gemacht. Die Kette hier oben, okay, die ist ein bisschen stabil, die könnte was aushalten, aber das hier, Freunde, das ist wirklich sehr schlecht gemacht. Gefällt mir wirklich absolut gar nicht. Und außerdem habt ihr dann noch hier diesen Ring drin. Ja, damit könnt ihr halt beim Zocken rufen. Okay, Freunde, das sind die Inhalte der Box zum Sampler. Außerdem das Ganze in dieser wirklich wunderschönen Box, Freunde. Die ist wirklich cool gestaltet, gefällt mir wirklich sehr gut. Aber ich muss ehrlich sagen, Freunde, die Box überzeugt mich nicht zu 100%.
Also diese Kette ist wirklich, ja, Schrott, kann man nie gebrauchen. Den Ring, naja, gut, die Fahne, okay, das ist mal was anderes. Gibt es zwar auch öfter in den Deluxe-Boxen, aber das ist schon okay. Ich hätte es wirklich besser gefunden, Freunde, wenn jetzt einfach hier ein T-Shirt drin gewesen wäre. Da hätte man für 30 Euro nicht viel falsch machen können. Aber jetzt mit dieser, wie gesagt, billigen Kette und diesem Ring überzeugt mich jetzt nicht ganz zu 100%. Aber das ist nur meine Meinung, Freunde. Was ist eure Meinung zu der Box? Schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und ansonsten, Freunde, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was unten in die Kommentare. Und ansonsten, Freunde, ja, hoffe ich einfach, wir sehen uns beim nächsten Video. Ihr könnt übrigens auch, falls ihr jetzt erst mal ein Video von mir gesehen habt, in Zukunft keins mehr verpassen wollt, könnt ihr rechts unten in der Ecke meinen Kanal auch abonnieren. Da würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Ansonsten, Freunde, wie gesagt, war es das soweit. Ich danke euch und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.